frische Himbeeren und Himbeerkonfitüre, Frischkäse, Zucker, Eier, Zitronenabrieb, geschmolzene Butter, Vollkornkekse, Vanilleextrakt, saure Sahne und Zitronensaft. Als erstes mache ich mir den Boden und hole auch schon mal die Gläschen raus, wo er später reinkommen soll. Und zwar nehme ich kleine Weckgläser, die sehen so aus. Die könnte man theoretisch sogar zuschrauben, damit man den Cheesecake später essen möchte. Aber das möchte ja keiner. Cheesecake muss immer sofort weg. So. Dann mache ich mir einen Boden, und zwar aus Vollkornkeksen. Die habe ich hier. Die brösel ich einfach klein in eine Schüssel. Gebe Butter dazu und Zucker. Ich liebe Keksboden. Es macht so einen Spaß, Kekse zu zerbröseln. Und er wird immer perfekt und köstlich. Die Gläser fette ich leicht ein. Besonders der Boden ist dabei wichtig. Die Butter habe ich geschmolzen und kippe sie genauso zu den Krümeln wie etwas Zucker. Lecker. Ach, es duftet schon. So. Jetzt werden die Kekskrümel in die Gläser gepresst. Das macht man eigentlich so wie bei einem großen Cheesecake auch, den jeder kennt. Ne? Kann man die Krümel unten in den Tortenboden reingeben, also in die Springform. Ich mache das jetzt in die Gläser. Jeweils ein gehäufter Esslöffel reicht schon. Sollte etwas übrig bleiben, kann man den Rest noch verteilen oder einfach auffuttern. Jetzt mache ich mich an die Creme. Und die ist auch ganz schnell zusammengerührt. Das ist einfach Frischkäse, Zucker und saure Sahne. Das mache ich mir in eine große Schüssel. Hatte ich schon erwähnt, dass dieses Rezept wirklich super easy ist? Einfach den zimmerwarmen Frischkäse mit der sauren Sahne und dem Zucker verrühren. Dann die Eier nacheinander hinzugeben und alles zu einer geschmeidigen Masse mixen. Ach, jetzt hat die Creme schon eine richtig schöne Farbe durch die Eigelb. Jetzt kommt Zitronenabrieb ran. Das habe ich hier. Dann schmeckt es schön frisch. Und ich nehme jetzt ein Vanilleextrakt. Also das ist praktisch das aus der Stange, aber so richtig extrahiert und in flüssiger Form. Davon gebe ich jetzt einfach so ein halbes Teelöffelchen rein. Man kann auch eine halbe Vanilleschote nehmen. Das allererste Cheesecake-Rezept stammt übrigens von einem Griechen aus der Antike. So, die Masse ist jetzt fertig und Eier sind ja extra dafür da drin, damit das Ganze stockt. Denn die Gläser werden jetzt gleich mit dieser Masse befüllt und dann wird das Ganze im Ofen mit einem Wasserbad gebacken oder gebadet. Je nach Größe der Einmachgläser reicht die Teigmenge, bis sie ungefähr 2/3 voll sind. Die Duftkombination aus Butterkeks, Zitrone und Vanille haut mich jetzt schon fast um. Ich freue mich schon so. Hier habe ich jetzt ein Wasserbad vorbereitet. Das ist einfach das tiefere Backblech, die Fettpfanne sozusagen. Da habe ich Wasser reingemacht, kann man so einen Zentimeter hoch machen. Da kommen jetzt die Gläser rein. Und nehmen ein kleines Bad. Eine Wellness-Oase für den Cheesecake sozusagen. Im Wasserbad wird die Oberfläche nicht rissig und die Füllung bleibt richtig schön cremig und wird nicht trocken. Die Gläschen bleiben jetzt ca. 30 Minuten im Ofen, so bei 160 Grad. Wichtig ist, dass es nur Unterhitze ist, also dass die Wärme von unten kommt und nicht von oben, weil ich möchte ja gerne, dass der Kuchen oben schön hell bleibt. Ja, und in 30 Minuten gibt's was zu schnapulieren. Mit den richtigen Handbewegungen kann ich den Wecker bestimmt ein bisschen anschieben. Fertig! So, jetzt muss man sie natürlich vorsichtig rausholen, weil das ist alles sehr heiß, heiß, heiß. Und schwer, schwer, schwer. So,
kann man so ein bisschen sehen, da sind in der Creme, als ich sie geschlagen habe, waren Blasen drin. Die sind jetzt so ein bisschen hochgekommen. Aber dadurch kann man gut sehen, dass die Creme gut angestockt ist. Alles perfekt. Jetzt brauchen wir natürlich noch das Topping für meine kleinen Cheesecakes im Glas. Und das geht auch ganz einfach. Ich habe hier Himbeeren und eine Himbeerkonfitüre und Zitrone. Und das werde ich einfach nur zusammenmischen. Und die Himbeeren werde ich nicht ganz lassen, sondern nur so ganz leicht andrücken mit einer Gabel. Aber erstmal vermische ich die Himbeerkonfitüre mit etwas Zitronensaft. Dann kommen die frischen Früchte dazu. Das leichte Andrücken bewirkt, dass ein paar saftige Stückchen erhalten bleiben. Ach, die Käseküchlein sind jetzt auch schon abgekühlt. Ich freue mich auf diesen kleinen Cheesecake und ich freue mich auch auf meinen Gast. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, sie ist auch so ein Cheesecake-Typ. Und zwar wird Sandra Schumann zu mir kommen, die ist Foodstylistin und hat schon mehrere Back- und Kochbücher geschrieben. Ich glaube, 6 sind es an der Zahl. Und mit ihr werde ich auch ein ganz schnelles Rezept backen, und zwar Rosmarin-Zitronen-Madeleines. Ich kenne nur die klassischen und da bin ich echt gespannt, wie die schmecken. Zuerst darf ich aber gleich diese Schätzchen hier probieren. Jeder Cheesecake bekommt noch seinen Himbeerklacks. Fertig. Das ist wirklich was Feines. Es ist schnell gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel auch sich unterwegs einen Kuchen mitnehmen will. Im Glas geht das natürlich bestens. Und einen probiere ich und ich nehme den. Du kleiner Kuchen, du bist mein. Es duftet nach Himbeeren. Es ist einfach so cremig. Denn unten der Keks, Hammer. Köstlich. Diese super schnell und super einfach gemachten Cheesecakes im Glas sind ein toller Genuss für unterwegs und für zu Hause. Wenn man sie verschließt, halten sie auch ein paar Tage. Man muss also nie wieder ohne Cheesecake sein. Ein Traum wird wahr.